Moin Freunde, die Bootsaison ist für mich jetzt auch langsam wieder vorbei. Die geht für mich immer von April bis Oktober. Wir sind jetzt schon Anfang November, dementsprechend muss ich das Boot heute rausholen. Und ich nenne das immer die Schattenseite des Bootsfahrens. Da will ich euch heute mal mitnehmen. Die gibt es für mich zweimal im Jahr oder für alle anderen auch. Und zwar einmal, wenn man das Boot reinlassen muss und wenn man es wieder rausholen muss. Das ist immer ein bisschen anstrengend. Und ich will euch heute mal wirklich über diesen ganzen Prozess mal mitnehmen, dass ihr mal seht, wie viel da drin steckt. Also falls ihr darüber nachdenkt, euch ein Boot zu kaufen, dann seht ihr mal, was das für eine Arbeit ist, wenn man das Boot reinlässt und auch wenn man es wieder rausholen will. Es gibt zwei Möglichkeiten. Man kann es mit einem Kran rausholen lassen oder man kann es mit der Slipanlage, also direkt mit dem Hänger sozusagen an der Slipanlage rausholen. Kran ist mir ein bisschen zu teuer, kostet bei mir in der Marina 250 Euro. Und das will ich einfach nicht zweimal im Jahr noch mit ausgeben, also nochmal 500 Euro extra. Das spare ich mir lieber. Ich bin jetzt auch gerade hier schon an dem Hafen, wo wir nachher das Boot dann rausholen werden. Das ist hier wirklich ein super Hafen. Das ist in Teltow. Der Hafen Teltow, der hat eine öffentliche Slipanlage. Da kann man direkt ran. Slipanlage ist auch irgendwie ein merkwürdiges Wort, aber okay. Ich habe den Hänger jetzt schon abgeholt. Der steht normalerweise bei einem Bekannten auf dem Platz. Und da habe ich den jetzt abgeholt, habe den hier vorne direkt nebenan auf einen Parkplatz gestellt. Das ist ein öffentlicher Parkplatz, der hier direkt neben dem Hafen ist. Ist ganz angenehm, da kann man ihn dann einfach hinstellen. Das Hänger abholen hat mich jetzt schon eine Dreiviertelstunde gekostet und jetzt muss ich gerade auf meinen Bruder warten, weil tatsächlich muss man das immer zu zweit machen oder es ist sinnvoll, es zu zweit zu machen, weil ich bin jetzt gerade hier mit meinem Hänger und muss ja irgendwie jetzt zum Boot kommen, was auch mit dem Auto jetzt wieder eine halbe Stunde entfernt ist. Das heißt, er holt mich jetzt ab, wir fahren zum Boot, ich lasse meinen Hänger und mein Auto hier stehen und dann werde ich mit dem Boot hierher tuckern. So, da ist er endlich. Also jetzt kann es losgehen, ab zum Boot. Mann, es hat ja ewig gedauert. Ein paar Sekunden später. So, mein Bruder hat mich abgeholt und hat mich jetzt gerade abgesetzt. Und wie ihr sehen könnt, ich bin wieder mal spät dran. Mein Boot ist gefühlt das Einzige, was hier noch steht bei uns in der Marina. Da vorne ist noch ein weiteres. Ansonsten mein Boot hier wirklich ganz alleine. Jetzt kommt es ja auch in Winterschlaf. Also ab aufs Boot, fertig machen und dann geht's los in Richtung Schleuse. So, hier sieht man auch nochmal, dass die Saison bald vorbei ist. Das erste Boot, was ich sehe, und es wird direkt von der Polizei angehalten. Ja, also da ist direkte Polizeikontrolle. Umso weniger Boote auf dem Wasser sind, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr angehalten werdet, weil die Polizei will natürlich auch sich die Zeit vertreiben. Also Glück gehabt, ich war es nicht gewesen, sondern das Floß da vorne. Hier hat man jetzt nochmal den speziellen Fall, dass man in diesen Kanal immer nur zur vollen Stunde reinfahren darf. Das bedeutet für mich jetzt nochmal 15 Minuten warten. Vor allen Dingen auch, weil die Polizei neben mir steht. Die 15 Minuten sind rum und weiter geht's. So, jetzt biege ich links auf den Teltow-Kanal vom Griebnitzsee und der Teltow-Kanal, der zieht sich echt immer wie ein Kaugummi, ne? Also das ist wirklich so ein super langer Kanal, einfach rechts und links immer das Gleiche, aber die Strecke müssen wir leider auch irgendwie schaffen. Bis zur Schleuse. Jetzt muss ich aber auch nochmal dieses geile Wetter festhalten. Wir sind mitten im November und wir haben einfach 10 Grad, aber der Himmel ist komplett blau, die Sonne scheint, also besser kann es eigentlich gar nicht sein, um so ein Boot aus dem Wasser zu holen. So, jetzt habe ich endlich die Schleuse Teltow erreicht und natürlich ist die Ampel wie immer rot. Das bedeutet, ich kann leider nicht direkt reinfahren und muss an der rechten Seite jetzt erstmal anlegen. Da ist so ein kleiner Anleger extra für Sportboote und dann dürfen wir da gerne warten, bis die Ampel grün wird.
das Boot ist jetzt erstmal so halbwegs ausreichend befestigt. Das reicht erstmal. Und jetzt können wir schön warten, bis die Ampel da vorne grün wird. Eine Ewigkeit später. Oh, oh, das sieht gefährlich aus. Na, der wird wohl vor mir reinkommen. Also, das kann sich wohl alles noch ein bisschen ziehen hier an der Schleuse. So, aufgrund der Länge denke ich mal, die werden jetzt vorne das Gespann erstmal reinfahren. Das werden die dann ganz links in die Kammer reinbringen. Da fahren sie gerade drauf zu. Ich denke mal, die werden dann hinten sich abklinken und dann wahrscheinlich irgendwie in die Mittelschleuse rein oder wie auch immer. Müssen wir mal schauen. Da werden wir dann wahrscheinlich auch mit reinpassen. Also lassen wir uns mal überraschen, was das hier wird. So, wie vermutet, da vorne fährt er jetzt wieder raus. Dann wird er jetzt gleich in die andere Kammer reinfahren. So, jetzt schauen wir gleich mal, ob unsere Ampel gleich grün wird. Dann können wir direkt hinter ihm mit reinfahren. Eine Minute, 37 Sekunden später. So, Ampel ist grün geworden, also können wir den Motor starten und los geht's. So, wir haben jetzt theoretisch zwei Möglichkeiten. Wir können das Boot mit der Stange festhalten oder wir können das Seil nehmen. Ganz wichtig ist, das Seil nicht am Boot festmachen, sonst kann es euch passieren, dass das Boot irgendwie mit hochgezogen wird. Also niemals am Boot festmachen, immer mit der Hand festhalten und am besten auch immer ein Messer parat haben, falls doch mal irgendwas schief geht, dass ihr das Seil schnell durchschneiden könntet. Vorm Schleusen müsst ihr tatsächlich auch gar keine Angst haben. Das ist wirklich super einfach. Also auch wenn ihr online immer so viele Fail-Videos seht, das könnt ihr super alleine machen. Seil in die Hand, Boot festhalten. Das ist wirklich einfach. Ich halte jetzt schön das Seil fest und ziehe damit das Boot sozusagen immer schön an die Wand dran, dass es schön an den Fendern an der Wand eng straff dran ist, dass es nicht ausbrechen kann. Und dann kann ich schön an der Stange jetzt das Boot nach und nach immer weiter nach oben machen. Und wenn wir dann oben angekommen sind, dann kann ich das Seil einfach rausziehen, weil ich das Seil ja nicht am Boot befestigt habe. So, die Schleuse haben wir jetzt hinter uns gebracht, da hinten ist sie. Das hat jetzt doch alles relativ lange gedauert, weil hier der Kollege ja auch noch mit durch wollte. Ich habe den vorne schon gesehen, wo ich auf den Tattoo-Kanal raufgefahren bin und dachte schon, scheiße, das kann dauern nachher. Also alles in allem hat das jetzt schon relativ lange gedauert. Wir sind echt schon eine Weile unterwegs, aber jetzt haben wir den Endspurt vor uns. Also nochmal das letzte Stück jetzt auf dem Tattoo-Kanal in die Zielgerade und dann sind wir auch bald da. We'll be right back.
So, das letzte Stück hier zum Anleger ist dann immer noch mal ein bisschen enger, weil hier dieser riesige Kahn sich den besten Platz gesucht hat und wirklich komplett im Weg steht. Aber das funktioniert ganz gut, da kommt ihr mit normalen Booten eigentlich ganz gut durch. Man hat hinten genug Platz, um so ein bisschen rumzulenken. Also ihr seht auch, ich mache das jetzt hier direkt in einem Zug, fahre ich da rein und dann können wir das Ding da auch anlegen. Und natürlich auch festmachen. Ich bin jetzt angekommen. Das hat bis jetzt alles ganz gut alleine funktioniert. Also hier rein, anlegen, ist vorne alles ein bisschen eng, wie ihr gesehen habt, aber es funktioniert auch ganz gut alleine. Jetzt werde ich mal das Auto holen, werde den Hänger holen und gleich kommt auch noch ein Kumpel vorbei, der hilft mir dann das Boot rauszuholen. So, jetzt hängen wir den Hänger hinten ran und dann geht es ab zur Slipstelle runter und ja, dann holen wir das Ding mal da raus. Es ist natürlich enorm wichtig, dass ihr das Boot auch ordentlich sichert mit Spanngurten am Hänger, weil ihr wollt ja nicht, dass es euch beim Bremsen nach vorne rutscht oder auch sonst irgendwie in der Kurve mal runterfällt. Ich mache das immer an zwei Punkten. Ich nehme einmal hinten die Öse, um es festzumachen und dann gehe ich vorne noch einmal durch die Klampen durch und sichere es sozusagen gegen Bremsen, also dass es euch nicht vorne ins Auto reinrutscht. Also zieht die Gurte schön fest, ihr müsst es aber auch nicht übertreiben, die sollten einfach nur straff sein und dann passt das auch schon. Ihr habt an den Hängern meistens auch schon so eine vorgefertigten Ösen dran, dass ihr da direkt mit euren Spanngurten reingehen könnt. Den Antrieb haben wir beim Slippen natürlich schon ganz nach oben gefahren und da lassen wir ihn jetzt auch, ihr wollt ja nicht, dass euch das Ding auf der Straße schleift. So, das Boot steht jetzt hier erstmal auf dem Platz. Hier lasse ich es jetzt auch erstmal eine Weile stehen. Dann wird es irgendwie vielleicht nächste Woche oder so eingewintert und dann kommt das Boot in die Halle. Und da steht es dann den ganzen Winter über trocken und auch relativ warm. Ihr habt jetzt gesehen von Anfang bis zum Ende, wie viel Arbeit da drin steckt, um so ein Boot aus dem Wasser rauszuholen. Nächstes Jahr passiert natürlich genau das Gleiche nochmal andersrum. Aber das ist dann im Prinzip von der, ja, vom Aufwand her das Gleiche. Ihr habt gesehen, ne? Man muss wirklich hin und her fahren, man kann es schwer alleine machen. Aber das Slippen selber ist dann gar nicht so schwer und kriegt tatsächlich auch jeder alleine hin. Also das sollte kein Hindernis sein, daran sich ein Boot zu kaufen. Aber man sollte trotzdem wissen, was da alles dahinter steckt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ciao!